Kapitel 14. Abschied. 5 Tage später. Ach, den Dolch hat sie ja noch. Genau. Gehen wir mal hier rein. Ist da jemand drin? Eines Tages werden wir Ihnen alles über uns erzählen, Ellie. Allen. Ach so, zur Weile. Erinnerung. Es ist gut, dass wir es keinem gesagt haben. Vielleicht hätten wir es allen sagen wollen. Ja, das meistet ja eigentlich ganz gut, oder? Es ist gut, dass wir es keinem gesagt haben. Ich bin froh für jeden Moment, den wir zusammen waren. Solange wir es noch konnten. Muss ich jetzt hier rüber oder wie ist es? Warum geht die nicht da lang? Geht zur Brücke. Ach. Achso, ich soll mit Jack sprechen. Ist der hier drin? Jack! Hier ist noch Blut. Was macht er da drin? Er kommt doch jetzt. Hallo! Jack! Wird überhaupt Jack, wenn er drin ist? Oh, da ist eine Motte. Oh, Jack. Wenigstens habe ich noch mein Haar. Wie sollen wir denn jetzt weitermachen? Wie wir wollen. Was ist das? Ich hab dir ja gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Erinnerst du dich? Das hier ist sie. Was soll das sein? Es ist der erste Entwurf für eine Walkmühle. Sie walkt das Tuch von allein und wird vom Wasserrad angetrieben. Ja. Wie findest du sie? Jetzt kannst du noch mehr Stoff verkaufen. Nicht nur Wolle. Wie du es wolltest. Ich werde keine Wolle mehr verkaufen, ist eine fantastische Erfindung. Oh. Es ist eine fantastische Erfindung. Es ist, was ich immer wollte. Warum siehst du denn so traurig aus? Es wird keinen weiteren Markt mehr geben. Es wird keinen weiteren Markt mehr geben. Nein, nicht in Kingsbridge. Wir gehen irgendwo anders hin, wo er uns nicht findet. Er wird mich finden, egal wo ich bin. Du kannst nicht einfach aufgeben. Ich gebe nicht auf. Und ich laufe auch nicht weg. Und weil ich nicht weglaufe, gibt es etwas, das ich dir sagen muss. Es ist nichts, was ich tun will. Es ist etwas, was ich tun muss. Ich werde heiraten, um Richard zu unterstützen. Oh Gott, ich liebe dich wirklich. Wir können uns nicht mehr treffen. Nicht so. Ich wünsche dir die Ehre. Jack, ich... Was ist? Ich werde heiraten, um Richard zu unterstützen. Und wen? Das ist nicht wichtig. William wird alles niederbrennen, was ich aufbaue. Ich kann nichts anderes tun. Ich habe keine Wahl.
Mein Ehemann wird für Richards Kosten aufkommen. Es ist der einzige Weg, wie mein Bruder unser Volk schützen kann. Ich werde dich heiraten. Ja, ich will dich auch. Sag ihm, was du wirklich findest. Ich liebe dich, Jack. Ich werde dich immer lieben. Aber sieh dich an. Du bist ein guter Mann, Jack. Aber Mönche heiraten nicht. Dann höre ich eben auf, Mönch zu sein. Und was dann? Ich weiß es nicht. Es ist nicht deine Schuld. Wenn ich Geld hätte, könnte ich dich unterstützen. Das weiß ich doch. Sag das nicht. Du hast kein Geld. Es gibt nur einen einzigen, der schuld ist. War jetzt eigentlich mit der Motte? So haben sie das so gezeigt, aber ich muss ja jetzt gehen, wa? Wer ist es? Was? Wen wirst du heiraten? Alfred. Nee, ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig. Bitte. Habe ich denn kein Recht, es zu wissen? Och Mann, Alfred, leider. Hä? Er hat ein festes Einkommen von den Häusern, die er in Shiring und Winchester baut. Und er ist jetzt Baumeister. Was? Was? Lieber Francis, Brief geschrieben? Du hast mich einmal gefragt, ob ich oft an unsere Eltern denke. Das tue ich. Und ich denke oft an den Tag, als sie getötet wurden und wie Abt Peter uns aufnahm. Peter hat uns aufgezogen und uns Gottes Liebe gelehrt. Wir sind in der Sicherheit seines Klosters aufgewachsen. Erst jetzt ist mir klar geworden, dass außerhalb des Klosters das Töten weitergegangen ist. An jedem einzelnen Tag. Schreibt das an Gottes Existenz weiter. Aber so, bitte. Ich glaube, wenn Gott gerecht wäre, würde er all den Schmerz und das Blutvergießen nicht zulassen. Vor ein paar Tagen haben William Hamley und seine Männer uns überfallen. Sie haben viele von uns getötet. Melius ist tot. Erst glaubte ich hätte den Teufel nach Kingsbridge gebracht. Denn ich hatte ihn in Lincoln gesehen. In den letzten Nächten habe ich nicht geschlafen. Ich hatte Angst, dass ich in meinen Träumen vor ihm fliehen würde. In blindem Entsetzen, zum Fluss und ertrinken, wie Prior James. Aber ich weiß, dass das nicht das Werk des Teufels ist, sondern Menschenwerk. Aber warum lässt Gott es dann geschehen? Was Abt Peter uns lehrte, war falsch. Das meiste, was Abt Peter uns lehrte, war richtig. Wer ist denn nochmal Abt Peter? Keine Ahnung, ich mach das einfach. Das meiste, was Abt Peter uns lehrte, war falsch. Wo ist der liebende Gott, der uns beschützt? Aber in einer Sache hatte er absolut recht. Denn er lehrte uns das Leben in Abgeschiedenheit. Fern von Sünde und Begierden. Fern von der Welt, wo die Menschen einander bekriegen. Ich weiß, ich habe dir die Schuld daran gegeben, was unser Appell an Bischof Walleran bewirkt hat. Das tue ich nicht mehr. Die Schuld liegt bei der Kirche und Bischof Walleran, weil die Kirche selbst an dem Blutvergießen beteiligt ist. Wie Peter gelehrt hat, werde ich die Abgeschiedenheit suchen. Die Antworten, die ich suche,
sind nicht da draußen. Vielleicht finde ich sie hier drin. Leg das weg! Hör sofort auf damit! Nein, Jack! Oh nein. Jack! Jack, nein, das darfst du nicht! Runter von mir, du Idiot! Nein! Jack! Schafft ihn fort, sperrt ihn ein. Nee. Zelle der Priorei. In dein Ausweg. Ach, hier ist schon mal ein Mäuschen, eine Ratte. Also, gucken wir uns hier mal kurz um. Da ist eine Schüssel. Aber, ist nichts. Hier ist eine Öffnung. Also könnte es zwei Ausgänge geben. Tür wird es nicht sein. Vielleicht die Mauer? Nein. Tür? Nein. Wieder auf. Ich klick da rauf, warum kommt ein... Ah. Das ist doch alles zwecklos. Na, was dann? Sie klickt doch rauf. Hallo? In dein Ausweg. Öffnung. Ja, oh Gott. Eimer? Nee. Ich muss ja das Ding hier benutzen. Nein. Doch. Wie lang? Das ist doch alles zwecklos. Ja, na, ich weiß. Bin ich ja selber, aber anders geht's ja hier nicht. Oh. Eine Worte. Ah, wie sich bade. Psst. Jack. Ellen. Mutter. Direkt unter der Zelle verläuft ein Kanal. Such nach einer losen Platte im Boden. Sie klingt hohl. Was? Woher weißt du das? Wie der Kopf von Alfred. Hohl klingt es. Mutter meint, einer der Steine müsste hohl klingen. Richtig. Das ist richtig. So. Ich krieg sie nicht ohne weiteres hoch. Mit deinen Händen vielleicht? Ja, nimm das. Nein. Warum? Da muss hier irgendwas rumknien. Die Schüssel. Ich bin so hungrig, aber betteln werde ich nicht. Na, wie, wo willst du denn betteln? Den Mülleimer anbetteln oder was? Also ich könnte mit der Schüssel... Hier vielleicht auch die Platte ist zu schwer, um sie rauszustemmen. Ach so. Ja. Mhm. Warte mal. Ich will nicht, dass jemand kommt. Ach so. Ich bin fertig mit ihnen. Ja, glaube ich dir. Ach, Jack, dann heiraten wir wieder. Nein, ich könnte sie brauchen. Ach so, naja, kann ja sein. Ist ich. Mauer. Nein. Ich will nur raus und weg. Und nie mehr wiederkommen. Ja. Nur, was machen wir jetzt mit der Schüssel? Einmal geht oben nie. Hä? Mal. Klingt nicht hohl. Das ist ja schade. Da klingt die Ruhe. Das hier gleich. Ja. Das könnte es sein. Ja. Hopp, hopp. Die Spalten sind zu schmal, um mit der Hand zwischen die Steine zu kommen. Die Spalten sind zu... Okay. Die Schale würde brechen. Die Platte ist zu schwer. Ja, was denn sonst? Hier, mach so. Das bringt nichts. Ach so. Dann mach das hier. Achso, der kloppt da wieder ran.
Oh, da muss hier irgendwas sein. Mutter hatte recht. Es klingt hohl. Ja, das haben wir doch schon rausgekriegt. Muss hier irgendwas sein? Dann nimm doch mal die Steinplatte. Die Spalten zwischen den Platten sind zu schmal. Was denn sonst? Hier passe ich nicht durch. Ach doch. Kann ich mit der Schüssel, die hier... Nein, die Schüssel würde brechen. Ach so. Hier gibt's ja nichts anderes. Das hat man davon, wenn man hilft, Mauern zu bauen. Sie stellen einem eine direkt vor die Nase. Ja. Dann, hier. Nein. Ich will nur raus und weg und nie mehr wiederkommen. Ja, wir müssen doch trotzdem die Platte hier irgendwie, machen da. Mir ist egal, wer auf der anderen Seite ist. Mir auch. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Ich auch nicht. Nichts. Nichts, ja. Hier. Mutter meint, naja, wir haben doch hier die Steinplatte. Hebel die doch endlich mal raus. Das könnte es sein. Ja, und nun? Hilfe, ich habe keine Idee. Bringt ja nichts. Große Steinplatte, noch eine Steinplatte. Nein. Doch. Der muss da irgendwie... Oh, ich krieg sie nicht ohne weiteres hoch. Oh, ja, wie denn? Ich bin so hungrig, aber betteln werde ich nicht. Warum nicht? Nein. Mach die Öffnung. Ich könnte sie brauchen. Ob du was zum Essen kriegen kannst. Dann nimm die. Die Platte ist zu schwer, um sie rauszustemmen. Mann, was denn sonst? Es ist so schwer. Schon wieder Sachen hier, da könnte ich schon wieder durchdrehen hier, ey. Ist hier nichts. Klick auch hier überall ran. Rauf, ran. Ach, Quatsch. Das wollte ich nicht. Hier, schieß die Tür ab. Ich will nicht, dass jemand kommt. Ja, ist ja gut. Ich bin fertig mit Ihnen. Ja, ich weiß. Ich auch. Na, was denn sonst? Ich verstehe das hier nicht. Einmal. Nein. Ich will nur raus und weg. Oh. Und nie mehr wiederkommen. Ich hab da jetzt schon alles gemacht. Was mache ich denn jetzt? Ich hab da nichts. Ich will nicht, dass jemand kommt. Oh. Ich bin fertig mit Ihnen. Ich weiß. Ich hab Kopfschmerzen. Nun mach da auf da. Mutter hatte recht. Ja. Es klingt hohl. Ja, du Kletterrinder. Oh, ey. Die Spalten zwischen den Platten sind zu schmal. Ja, und nun, da musst du aufmachen. Ja. Nein. Doch. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt hier rauskommen. Hier ist ja nichts. Mauer will er nicht, das will er nicht. Ey, das ist halt zum Kotzen. So. Ja, war ja noch eine kleine Spalte. Steinplatte. Warum nicht hier? Hab ich ja noch ja nicht gesehen. Ich hab gleich die Schüssel genommen. Ich wusste, irgendwann muss die Schüssel doch bringen. Aber vorher weiß die Mutter, dass da eine Spalte ist. War sie hier oben mal drin, oder wie? Schon alles ulkig. So, jetzt sind... Das und mach die weg. Die Schale würde brechen. Die Platte ist zu schwer. So, naja, denn, hier. Da. Na. Noch eine Steinplatte. Das haben wir doch schon tausendmal gemacht. Hä? Das könnte es sein. Ja, ist es ja auch. Ja, na, was ist denn jetzt hier noch? Nimm doch den Stein, was ist denn hier? Hä?
Jetzt, wo das Loch da ist, kann ich die Platte hochheben. Ja, dann mach doch endlich. Sie hatte recht. Natürlich hat sie recht. Ist auch deine Mutter. Mütter haben immer recht. Ne? Naja, ein Falter oder Motte, irgendwas wird es schon sein. Oh. Ach, der ist in der Mühle gewesen. Okay. Jack, sag's mir, war es wegen Aljena? Ich weiß von euch beiden. Ich weiß es schon lange. Und woher wusstest du, wie man aus der Zelle rauskommt? Woher wusstest du es? Dein Vater. Er war da auch drin eingekerkert. War er ein Mönch? Nein. Sie sagten, er sei ein Dieb. Aber das stimmte nicht. Ist es denn wahr, was Sie sagen, dass er in Shiring gehängt wurde? Ja, aber er war unschuldig. Wieso? Was ist damals geschehen? Irgendjemand in Kingsbridge gab ihm einen juwelenbesetzten Kelch und sagte, er könne gehen. Etwa eine Meile entfernt wurde er festgenommen und des Diebstahls beschuldigt. Für sie war es wie ein Spiel. Sie sagten, er hätte einen Kelch aus der Priorei gestohlen. Wer sagte das? Drei Männer. Er konnte fliehen, so wie du. Aber sie haben ihn wieder gefangen. Er wurde in Shiring gehängt. Wer waren die drei? Das ist unwichtig. Es ist alles längst vorbei. Du sagtest mir einmal, mein Vater sei ein Jongleur, ein Spielmann gewesen, dass er aus Frankreich gekommen sei. So hat er es mir erzählt. Wer war Jacks Vater? Untersuchen. Vielleicht waren es die drei von diesem Heslin Williams, seine drei Kumpanen da. Jacks Mutter sagte, dass die Gerüchte um Jacks Vater wahr sind. Er wurde in der Tat in Shiring als Dieb gehängt. Allerdings sagt sie auch, dass Jack Cherbourg mitnichten ein Dieb war. Sie ist sich sicher, dass drei Männer für seinen Tod verantwortlich waren. Diese drei gaben ihm einen juwelenbesetzten Kelch aus der Priorei von Kingsbridge und ließen ihn später unter der Behauptung, er hätte ihn gestohlen, festnehmen. Ellen möchte nicht über die Männer sprechen, die den Tod von Jacks Cherbourg zu verantworten hatten. Wer waren sie? Und auch wenn Ellen ihn von Herzen geliebt hat, so bleiben doch die Umstände, unter denen der Spielmann aus Frankreich nach England kam, sogar für sie weiterhin ein Rätsel. Ja. Du willst weg von hier? Was, wenn ich dort eine Familie hätte? Es muss dort jemanden geben, der sich an Jack Cherbourg erinnert. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Ich bin kein Mönch. Ich weiß. Und ich kann hier nicht mit Alfred arbeiten. Ich weiß. Du liebst sie wirklich, nicht wahr, Aljena? Ja. Ja. Du bist wahrlich sein Sohn, Jack Jackson. Dieser Ort ist zu klein für dich. Nachdem dein Vater starb, ging ich in den Wald, um von all dem wegzukommen. Aber wenn man wie ein Tier lebt, behandeln sie dich wie eins. Lass das nie zu. Niemals. Finde deinen Weg in der Welt. Und wenn er dich wieder zu mir zurückführt, möchte ich viele neue Geschichten hören. Aber sicher. Die Mörder deines Vaters, ihre Opfer werden zurückkommen und sie heimsuchen. Ich habe es ihnen versprochen. Okay. Walloran respektiert euch nicht. Dabei habe ich so viel für ihn getan. Ihr fürchtet um euer Seelenheil. Es gibt viele Priester, viele Bischöfe. Mag sein. Aber ich treffe meine Entscheidung, Walter, nicht du. Wenn Gott will, dass ich Walloran unterstütze, dann wird er es mir sagen. Und wenn nicht?
Was dann? Werdet ihr euch weiter von Walloran benutzen lassen?